Hallo Freunde, willkommen zurück hier. Boah, die ganzen dicken Eier hier überall und lauter Monster, Leute. Und sogar das neue Monster, ein Gorgone. So, also wie gesagt, oh, der Anführer, was ist das? Oh mein Gott, ey, der ist so hässlich. Nein, so, okay, alle Gegner platt machen, gut. Und ich wollte ja Myrrh trainieren und ach du Scheiße, ey, wo kann ich jetzt überhaupt laufen und wo nicht? Die Karte sieht auch sehr komisch aus, aber okay. Okay, also dann, Franz, geh doch nach vorne, reite wie der Wind, mit deinem Stahlschwert bist du voll geschickt. So, dein Bruder kommt gleich hinterher, mit Eisenschwert, obwohl ich wollte ja seine Waffen trainieren, ne, sein Skill. So, aber halt erstmal, okay, dann kommt der gleich angeflogen, ich weiß nicht, inwieweit Knoll das aushält. Da muss man aufpassen, die haben ja alle so eine krasse Reichweite. So, Eisenlanze erstmal reicht doch aus. Okay, du kannst dein Raff hier benutzen, ist nicht weiter schlimm, wenn der aufgebraucht wird. So, Knoll, dich beschwöre ich einfach mal nicht hier, kein Beschwören, obwohl das den Gargoyle angelockt hätte. Aber hey, was soll's, Alter, so Myrrh, ah, die kann ja fliegen, stimmt ja, die kann ja überall rüberfliegen, voll geil. So, ich bin gespannt, wie Myrrh sich verwandelt und wie sie ausrasten wird. Yeah. Alter, yeah. Oh, wie weit sie laufen kann, ey. Das ist total cool mit den Stiefeln. So. Okay. Na los, du Gegner. Oh. Und die heilen sich und gleich werden sie... Und da schlüpft das erste Vieh aus. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Und, oh, wie sehen die denn aus? Jaung. Auf voll geworfen. Wow. Daneben. Vor einem Stein. Der wollte mich versteinern. Ist klar. Ey, wieso... Wieso hat sich der Typ hier nicht bewegt? Warum denn? So, Myrrh, leg mal los, Kleine. Oh! Ey, na klar, die ist Level 1. Und so mega stark. Na gut. Drachenstein. Okay, der ist anscheinend im Vorteil gegen so ein Vieh. Na dann mal gucken. Also, was? Okay. Wieso hat sie... Leute, was war das denn? Ich hab doch die Animation an. Oder was? Hä? Ich hab doch... Die Animation ist an. Wieso hat man sie nicht gesehen? Was ist das denn? Oh, für Scheiße. Das ist doch lame. Naja, lass mal Myrrh gleich nochmal angreifen. Dancen. Ja, aber die Animation ist doch an. Guck, da sieht man so richtig cool jetzt. Doch. Warte mal, es gibt auch eine Animation. Ich weiß auch noch, wie die aussieht. Aber wieso? Hä? Was soll das denn? Ich will das sehen. Liegt das an der Hoplon-Wache? Nee, warum? Ey, ich will die Animation sehen. Okay, ich glaube, bei so einem Ei ist keine Animation. Warum auch? Ich meine, ne? Donner? Ja, okay, da ist keine Animation. Das ist gleich down. Und Level up. Alter, bringt so ein Ei viel. So, wer ist hier noch kurz vorm Level up? Knoll? Nee. Unsere beiden sind ja auch schon ganz gut gelevelt worden. So, dann machen wir das Ei hier kaputt. Jawohl. Knacks. Mit einem Critical. So, Myrrh, warte mal, schlüpft er bald aus? Nee, noch nicht. So, Myrrh, kannst du jetzt mal hier irgendwie... Ja, schön, aber... Ah, na endlich. So. Oh! Tot, Alter. Einfach nur tot. Alter, ey, das ist echt heftig, wie krass die hier levelt. Wie die Erfahrungspunkte bekommt. Tja, ja, also... Wird die trainiert? Also auch kein großes Problem, die auf Level 20 zu kriegen. Wenn die immer gerade mal 20 Angriffe braucht und der Stein hat 50... Alter, voll stark. Aber okay. Bum. Wir müssen uns hier weiter durchquetschen, weil es ist viel zu eng, Mann. Viel zu eng. Da kommt doch niemand durch. Außer vielleicht ein ganz kleiner Lurch. So, okay, sie kann mit ihrem Langbogen leider nichts erreichen. Habe ich mich ein bisschen falsch hingestellt, aber was soll's. Oh, Stab. Purgativ brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, wer schlüpft aus? Na. Warum wollt ihr alle... Oh, Schemenpfeil. Vorne, pass auf. Daneben. Gut, es hat mich getroffen. Das ist gut. Und das Vieh ist auf ein Feuer getreten. Auf ein Feuer. Nein, auf das Feuerfeld. Dann kriegt sie erstmal ein Level up. Drachenstein. Boom. Von die kleine Drachenanimation. Ist ja geil. Badabada. Level 3. Die Werte steigen total in die Höhe, Mann.
So, okay, dann gehst du mal dahin. Nicht meine Stimme versagen. So, Franz, du bist gerade mal Level 3. Dein Bruder auch. Na, vielleicht kriegt ihr jetzt gleich ein Level ab, wenn ich das 4 umboxe. Yeah, und... Jawolla. Badabada. Level 4. Badabadumdumdumda. So, dein Bruder soll auch noch ein Level abkriegen. Also geht er schon mal ganz weit nach vorne. Zu diesem komischen Auge hier. Okay, wir müssen uns allgemein ein bisschen mehr aufteilen. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wo uns das hinführen wird. So, dann beschwöre ich einfach mal ein schönes Phantom, was wieder schön herhalten soll als Angriffsobjekt. So, hast du noch was Geiles inzwischen jetzt? Eisen, also vor allem Verteidigung, Resistenz 0. Und das ist auch voll, maximal. Oh meine, so ein Scheiß, alter geil. Ob die alle hier was zu tun kriegen? Ich glaube nicht. Da sind wir viel zu viele. Ach, das ist so geil, dass sie so weit nach vorne jetzt kann. Ich glaube, das war eine gute Wahl, ihr die Stiefel zu geben. Okay. Kann sie jetzt irgendwo noch jemanden erreichen? Wartet. Ich muss gucken. Nimm mal die beiden Bischöfe. Welche Level sind die eigentlich? Level 8 schon und Level 6? Alter, viel zu stark. So, na dann geht sie mal hier hin auf kein Feuerfeld. Ja, sehr schön. Okay. Okay, sieht aus wie ein Klacks. Und die Eier. Aber nicht jedes Ei irgendwie kriegt irgendwie was dazu. Immer nur, nicht, immer nur bestimmte. Oh mein Gott. Schemenpfeil! Zau! Flame! Wow! Daneben! Schön ausgewichen. So, jetzt kann ich das Vieh schön nutzen für ein Level-Up. Aber für wen? Ich glaube für die kleine Mio. Die hat es doch wieder verdient. Tanzen! Ich tanze ja für mein Leben gern. Ja, die Flügel sehen aus, ey. Voll krass, aber warum ist sie so halb verwandelt? Waren alle Myramidonen so mit Flügeln? Ich glaube ja, ne? Ich weiß es doch. Einfach nee. Alter, 61 Schaden! Wumm! Hatschüss! Ja! Geil! Dum 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 du dum 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 du. Oh, Level up, ey. Da-da-da-da. Level 4. Krieg jetzt mal KP dazu. KP sind, glaube ich, ganz wichtig bei der Kleinen. Jung. Okay, das war doch nice. So, der Kleine braucht ein Level up. So, was ist hiermit los? Okay, ist natürlich blöd, dass der jetzt hier noch auf so einem Feuerding steht und ich ihn nicht erreichen kann. Doch, kann ich. Aber wartet mal. Das Ei kaputt machen? Ich meine, so nur... Ah, nee, der hat ja noch lange Zeit, bevor er schlüpft. Ah, die haben nur... Achso, der ist ja schon geschwächt. Schlitz! Geil, Mann. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Gorgonen. Die haben auch noch eine Weiterentwicklung. Eigentlich hat jedes Monster ja noch eine Weiterentwicklung. Aber die sind nicht so fies. So, dann beschwören wir wieder ein nettes Phantom. Di-di-dum-da. So, was kann sie? Kann sie jetzt... Ah, sie kann das Ei kaputt machen. Okay, machen wir einfach mal mit Langbogen. Schlitz. Gekrittet. Und, na, fast ein Level up. Das gefällt mir doch so richtig. So, stell euch mal zusammen. Vielleicht könnt ihr mal wieder quatschen. Du gehst mal nach oben. So, und dann noch ein Heiler mit nach oben. Und ein Heiler mit nach rechts. So, und du kannst ja mal, Fjorde, du kannst ja mal alleine nach unten langsam marschieren. Was heißt alleine? Nimm mal Rissa mit. So, und das Phantom stellt sich einfach hier hin und lässt sich angreifen. Oh, da wird bald was schlüpfen. Oh mein Gott, ich hasse das Schlüpfen, oh nein. Axtmeister, wie lächerlich. Und zack, kein Kutikel. Vielleicht jetzt? Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Ah, der Phantom ist wieder down. Sehr schön. Wieder ein schönes Mönsterchen für Myrrh. Für Myrrh. Ja, oh yeah. Na dann, mach das. Hä? Jetzt ist da doch eine Animation? Was war denn das vorhin? Wieso war vorhin die Animation nicht da? Oder habe ich da auszusehen ein Ei angegriffen? Nee, wie war... Was? Verstehe ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Müsst ihr mir mal schreiben. Ich gucke das auch nochmal, wenn der Part zu Ende ist. Muss ich mal genau gucken, was da los war. So, na dann. Alter, die ist das Level 5 schon. Dann kann ich das nochmal dancen lassen. Und dann auf zum Ei. Yeah! Du 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 yeah! La 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 la! Drachenst! Der Drachenstein ist voll gemein.
viel zu stark oder so ein oder Drachenstein. So, kommt das Vieh jetzt gleich auf uns zu? Nee, noch nicht in der Reichweite. Vielleicht liegt's daran. Aber nur vielleicht. So, der müsste sich jetzt leider verbrennen. Die Finger verbrennen, das wollen wir ja nicht. Also, einfach mal Flux. Zack. Yeah. Jipsa da. Oh, ist ja auch für Knoll super geil. Da, 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 da. So, Fjorde, schön aufpassen. Nicht in irgendwas Feuermäßiges stellen hier. Genauso wie Marissa. Jut, 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 jut. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles ist cool. So, dann zerstörst du das Ei. Yeah. Geil, Friends. So. So, der Vieh will eigentlich noch nicht anlocken. Noch nicht. Deswegen einfach mal hier hinstellen. So. Da, da, da. Inzwischen hier oben. So, sie hat gleich ein Level up. Er müsste eigentlich ein Level up kriegen. Er ist ja gerade mal Level 3 und gleich aber Level 4. So. Zack. Wuhu. Babadabada. So, Level 4. Und nur Geschwindigkeit und Verteidigung. Hm. Naja, was soll's. Ist auch gut. Ist gut. So, dann macht sie das hier kaputt. Badabam. Mit einem Critical. Kriegt ihr Critical Level up. Yeah. Zack. Badabam. So, und dann kann du vielleicht oder doch sie. Nee, sie auf jeden Fall. Sie hat gleich ein Level up. Und das mit dem Kurzbogen. Bam. Oh, voll in die Fresse. Ey, das gibt's nicht. Doch kein Level up. Na super. Super scheiße, sag ich. Dazu nur, halt nicht aufs Feuer. Geh nicht aufs Feuer, denn das tut so weh. Und schlüpft er gleich was? Da schlüpft er gleich was. Okay, die sind aber, die kriegen wir rechtzeitig erledigt. Die auch. Und das Vieh auch. Haben wir nur ein Ausschlüpfen sehen. Dum, du, 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 du. Daneben. Oder war das vielleicht, weil, war das keine Animation, weil Myrrh ein Gorgonen aus einem Ei platt gemacht hat. Und bei Eiern gibt es keine Animation und vielleicht, wenn ein Gorgonen aus einem Ei kommt, auch keine Animation mehr. Kann doch sein, oder nicht? Dum, dum, da. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier schon hingehe, dann ist das Vieh doch schon bereit anzugreifen. Und das finde ich cool. Und deswegen geht der Ephraim nach vorn. Und du machst hier schön das Ei kaputt. Wunderbar, oh yeah, fast ein Level up. Aber sie braucht auch eins. Warte mal, kann die 4 jetzt? Oh, der hat für eine Reichweite, ey. Der kann, was kann der denn? Dämonenflut und Stein. Hm, nicht so cool. So, wie sieht's aus? Du hast gleich ein Level up. Also nutze es auch. Yeah. So, Myrrh bekommt auch noch ihre Level ups. Keine Sorge. Zack. Hat sie ja schon genug. Dum, dum. So, dann machst du schon das Äuglein hier kaputt. Ja, Mann. Geil, Mann. Du. Okay, und hier unten die Eier muss ich jetzt auch noch, die Eier bloß noch vernichten, bevor die ausschlüpfen. Warte mal, kann Marissa da? Okay, Marissa erreicht das Ei. Super, mit dem Stahlschwert zweimal, bams, oder einmal. Einfach tot, Mann, richtig geil. So, und dann schön mit der Axt. Ja, ich weiß, er muss aber die Axt trainieren. Ich hab jetzt bloß die helle Bade dafür, naja. So, wann erhöht sich mal sein scheiß Waffenlevel, ey? Okay. Alles okay. So, ich könnte ja schon das Vieh umbringen, wenn ich jetzt hier mit Tattoos und sowas alles weiter dance. Aber nein. So, Kurzbogen, Langbogen. Ach man, oh, warum hab ich jetzt den Langbogen verschwendet? Der ist doch so cool und so gut und so praktisch. Aber konnte ich mir den schon kaufen? Dann würde ich mir den schon kaufen, oder? Den Langbogen. So, ist egal, wen er angreift. So, und der Heiler inzwischen, ich komme! Du, sind jetzt alle schon an Ort und Stelle. Nee, noch nicht. Ach, ich habe echt Angst, hier wegen dem Vieh hier. Und vor allem, sie hat keinen Schaden bekommen, sie hat einfach bloß KP dazu bekommen, ey. Von 15 schon auf 21, na dann heil mal. Pflege. Swip. Swip. Yeah. Arthur, ey, der muss Stab trainieren. Welche Level hat er schon bei seinen Stäben? B gerade mal. Okay. So, dann, dann ist hier unten ist schon alles clear. Außer der Indefida noch. Ja, sind aber so da oben alle. Ach, ist das langweilig, Mann. Viel zu crazy. So, ich habe wie gesagt immer noch Angst vor dem Typen. Deswegen, einfach hier stehen bleiben. So, dann kann sie trotzdem einfach nochmal tanzen. Weil das bringt ihr doch Erfahrungspunkte. Und die hat sie bitter nötig. Dum, 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 dum. Juhu. Badadam, dum. So, okay, ich beende meinen Zug. Gegnerischer Zug. Na, ob da noch irgendwo was schlüpfen wird? Na, na, na. Oh, oh, das Vieh kommt jetzt echt schon. Oh!
Alter, 16 Schaden, die Trefferchance ist ganz gut. Oh, krass. Du Vieh bist tot. Oh, oh, erstmal noch so ein ekliges Auge. Guck nicht so böse, Mann. Wow, 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 wow. Daneben. Der greift auch nochmal an. Zugekniffen. Und ausgewichen. So. Und jetzt, ja, ja, okay, der wird ohne Springen hier. Du Trottelmann. Daneben, Mann. Yeah, 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 yeah. So, kriegt sie jetzt ein Level-Up, wenn sie das Vieh umbringt? Aber ich glaube nicht. Weil ich glaube nur die Eier und sowas alles bringen hier richtig schön viel. So, hey, Knoll, du bist bald ein Level-Up, aber kannst das natürlich jetzt keinen erreichen. Super toll. So, gut, dann macht er den Anführer platt. Ich muss alle Gegner besiegen, ne? Ja, okay. Na, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Hier, guckt euch doch mal den Langbogen an. Schlitz! Schön. Und damit ist er kaputt. Aber naja, was soll's. So, Langbogen down. Iwika, du machst einfach mal das andere Auge hier down. Das kleine Äuglein. Schlitz! Alter, richtig rein ins Auge, ins Weiße. Jung, 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 jung. Aua. Ey, Mann. Zack. Die. Ein sehr einfaches Kapitel, oder? Was meint ihr? Also richtig einfach. Oder liegt ja... Ja, ich weiß, liegt vielleicht auch nur daran, weil ich so stark bin. Aber nee, die Gegner haben ja echt nicht viel zu bieten. Die sind ein bisschen schwach auf der Brust. Oh, hey, das wäre ein gutes Training für Mulder. Aber nee, nicht, dass er irgendwann crittet aus Versehen und dann ist das Vieh weg. Das wäre nicht gut. So, bist du kurz vom Level-Up? Na, probieren wir einfach mal. Helle Bade. Oh yeah, Schlitz. Oh, ausgewichen. Und Bams. Yeah, düb, 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 düb. Na, okay. Nee, zählt wohl zu den mega schwachen Gegnern, wo nichts mehr viel bei rumkommt. So, okay, okay. Wir können ja alle hier gemütlich stehen bleiben. Wir haben ja alle schon unseren Soll erfüllt. So, warte mal. Sie kann bis dahin laufen. Also natürlich ist überall Feuer. Och, da müsste ich die verbrennen lassen. Die arme Kleine. Okay, was soll's. Da, da, da. Bis dahin. Sie zockt ihren Song. Und dann kann Mio nochmal ein Ei killen. Du, 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 du. Wuhu. Yeah. Und die kriegt auch noch ein Level ab hier, oder? In dem Zug hier bestimmt. Da, da. So, okay, dann fliegt man hier hin. Und schön das Ei zerbasht. Als dicker Drache. Und, na, na, na. Kein Level ab. So. Und du machst jetzt bitte das Vier weg. Du schaffst es ja gar nicht. Doch, mit der Meisterlanze. Okay, Mann. Puh, Schlitz. Kannst du mal einen Critical zeigen? Efremi sieht nämlich geil aus. Wow. Boah. Und? Und? Nee, kein Critical. Mann. Ich wollte doch den Critical sehen. Egal. Level up. Ba, ba, da, ba, da. Ja, ehrlich muss man echt nur mit Meisterlanze die ganze Zeit. Vor allem, die kann man sich kaufen mit alle geile Ding. Das ist man ja unbezwingbar. So. Du kannst einfach mal heilen. Warum nicht? Den armen Efrahim. Swing. Ha, schön. Und so geht's allen wieder super. Okay, okay, alles klar. Ja, da muss man gucken, was die Eier jetzt machen. Die beiden letzten Eier. Schlüpft nicht, schlüpft nicht. Oh, oh, voll viel Schaden. Ist klar. Okay, so, dann machen wir das so. Erstmal das Ei töten. Zack, down. Dup, 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 du. Und Level up. Level 6. Viel zu heftig, Mann. Brauche noch irgendein Level up für das Ei oder so? Ach, ist doch alles lame. Nö, das kann sie machen. Du, 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 du. Dann ist das Kapitel zu Ende, Leute. In einem Part. Geil. Du, 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 du. Jetzt auch mal wieder. Der war auch mal wieder ein bisschen selten. So dass man ein Kapitel in einem Part schafft. Naja. Njaung. Njaung. Ich weiß gar nicht, ob man durch ein Feuerfeld sterben kann. Ich glaube, das würde halt die KP bis auf 1 runter reduzieren. Aber ich glaube, sterben kann man nicht. Weiß ich aber nicht mehr genau. Und ausprobieren will ich es auch nicht. So. Da ist er. Ne, warte mal. Der war ja ganz normal. Das war der normale Typ. Halt! Dämonenkönig! Du schon wieder. Eins muss ich dich fragen, bevor ich dich erschlage. Wo ist Lyon jetzt? Wenn ich dich töte, wird Lyon dann zurückkehren? Ja, wie wenig du doch verstehst, Mann. Lyon ist nicht länger mehr ein Teil deiner Welt. Er kann nicht mehr gerettet werden. Ich habe selbst den letzten köstlichen Bissen seiner kleinen Seele verschlungen.
Du Monster! Warum erregt dich das so? Wen kümmert es, was mit diesem Schwächling jetzt noch geschieht? Er war ein kränklicher Idiot, dessen triviale Träume hoffnungslos waren. Sei still! Er war mein Freund! Wir werden immer Freunde sein. Ich gab ihm ein Versprechen. Du hast Leons Seele gestohlen und seine Träume beschmutzt. Ich werde das Leben aus dir herausquetschen. Komm her, du Arsch. Was? Was war das denn jetzt? Hä? Oh, was? Mein Körper! Leiste keinen Widerstand. Schon bald wirst du dich nicht mehr bewegen können. Was denn passiert? Was ist denn los? Was? Ah! Du hattest also den Stein von Renees doch bei dir. Wenn du mir nur einen Moment gewährst, damit ich ihn zerstören kann. Aufhören! Kaputt ihn macht, oder was? Und dies ist das Ende deines heiligen Steins. Nun denn, Prinz Ephraim, bist du bereit? Verflucht seist du! Tu es! Töte mich! Mit meinem letzten Atemzug werde ich dich in Stücke hauen. Worauf wartest du? Hast du Angst? Sag mir, Prinz Ephraim von Rene, warum kämpfst du noch? Glaubst du könntest dein trauriges Verlangen stillen? Kannst du deine Heimat aus dem Grab auferstehen lassen? Das Böse zu Fall bringen? Oder deine Schwester beschützen? Du wirst mich nicht töten. Ich werde all diese Dinge vollbringen, Ungeheuer. All diese Dinge und noch mehr. Für meinen Freund Lyon, ich werde seine Seele retten. Ich lasse nicht zu, dass sein strahlendes Bild besudelt wird. Er ist normal. Dann ist es wohl wahr. Du hast dich nicht verändert, Ephraim. Wie? Was? Was? Was sagtest du ihm? Was geht hier vor? Du bist der Dämonenkönig. Du bist das alte Böse. Du sagtest mir, du hättest Lyons Seele verschlungen und dass nichts von ihm übrig verblieb. Warum weißt du von mir? Es ist nicht... Kann es sein, dass du... Bist du das? Lyon? Ja, so ist es. Ich bin es, Lyon, Prinz von Grado. Ich bin nicht der Dämonenkönig. Leute, was geht denn hier ab, Mann? Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um Fortsetzung folgt anzukündigen. Jetzt ist aber wieder mal, herrscht wieder extrem viel Erklärungsbedarf. Und das dann aber im nächsten Part. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und dann ciao!